Leute, willkommen auf. Alexander Gaming und heute spielen wir ja, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2 und heute sind wir mal fahren von Salzburg nach Klagenfurt. Fragt mich nicht, wie das ausgesprochen wurde, wie es ausgesprochen wird. Oh, da wollte ich nicht rein. Hallo. Ja, jetzt muss es nochmal laden. Natürlich. Ey, dieses Spiel, ne, es ist so behindert. Als ob es, wenn man in den Dings geht, dass es nochmal lädt. Mann. Mach doch schneller. Drecksteil. Ja. Auf geht's. Nee. Tut's nicht. Wo bin ich hier? So. So, wir fahren hier links. So. Warum habe ich jetzt schon wieder einen Aufliegerschaden? Egal. Ich bieg doch schon längst ab, du blödes Spiel. Okay, so. Vorfahrt gewähren, ja. Hier kommt niemand. Fahr doch mal schneller. Junge, ich wäre jetzt schon 30.000 Mal hier drüben. Nimm diese Ausfahrt. So. Zack. Perfekt. Warum zeigt er an, dass ich 0 km/h fahre? Nimm diese Ausfahrt. Junge. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber man kann mit dem Ding nicht lenken. So. Ich stehe im Minus. Achso, Leute, das haben wir gar nicht gesagt, ne? Also, ich stehe hier mit dem LKW-Dings leider im Minus. Deswegen ich jetzt hier einfach sehr viel Zeitdruck habe, beziehungsweise ich muss endlich hier mal Geld verdienen, sonst wird das hier nichts mehr. Kann ich gleich hier aufhören mit dem Job, mit meinem Haus. Nach links ab. Der bremst wenigstens direkt. Geiles Ding. Brauche ich Licht anmachen? Nee, es ist ja schon 6 Uhr, ne? Moin, moin! Vielleicht sollte ich doch bremsen. Ja, es war so logisch, dass ich den treffe. Stellt sich aber auch mitten im Weg. Wie soll man denn da abbiegen, Junge? Ein bisschen Stau verursacht, aber egal. Gut, dass ich jetzt hier weg bin. Hoffe, ich komme hier gar nicht auf die blöde Dings drauf. Autobahn, das würde mich nämlich sehr freuen, weil man dann auch geradeaus fahren kann und nicht so behindert Kurven nehmen muss, die man unmöglich schaffen kann und sogar noch Strafen dafür bekommt. Also, bedeppert. Sehr bedeppert. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir eigentlich hinfahren müssen. Wo wir eigentlich hinfahren müssen. Steht das da dran? Müssen wir nicht nach Salzburg? Ah, nee. Ja, hier darf man nur 50 fahren. Junge, so stark muss ich jetzt aber auch nicht bremsen. So. Ey, die nimmt viel zu wenig Power. Ey, man braucht ja 100 Jahre, bis der LKW mal Gas gibt. Junge, der hat schon viel PS und kommt trotzdem nicht auf den Knick. Junge, was hat sich die Menschheit dabei gedacht, so ein LKW zu entwickeln? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein behinderter Mensch. Was, Leute? Alles, was ich hier natürlich sage, ist nur Spaß. Aber trotzdem. Sehr interessant, warum so wenig... Guck mal, ich bin jetzt erst bei 40, Junge. Ich drücke hier durch und der ist bei 40. Und jetzt hat er auch noch gebremst, obwohl ich nicht gebremst habe. Perfekt. Gutes Simulationsspiel, Leute. Kauft euch dieses Spiel, wenn ihr LKW-Fahrer seid. Und vergleicht es bitte nach der Realität.
Also man kann ja eigentlich so viele Funktionen noch einbauen. Warum hat das eigentlich dieses Spiel nicht gemacht? Es gibt schon Euro Truck Simulator 2 und es ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Trotzdem scheiße. Kommt jetzt hier eine Maut oder? Ach nö. Kann man die umfahren? Ich will die umfahren. Warum blinke ich eigentlich? Ich umfahre die da. Funktioniert das? Nee, ja doch, man kann die umfahren. Fahr einmal hier durch, zack. Maut von 19 Euro, ja. Ach ja, komm. Ja, natürlich. Jetzt ramme ich da auch noch was. Wie schön. Meine Güte, ey, dieses Spiel, das macht mich kaputt. Das macht mich echt kaputt. Mann. So, jetzt sind wir im Tunnel. Wie schnell. Jetzt gibt er auf einmal Gas, ne? Jetzt gibt er auf einmal Gas, sobald er bei 90 ist. Ja, natürlich. Und jetzt muss ich eine Ausfahrt nehmen, ja. Mhm. Nimm die Ausfahrt rechts. Was mache ich denn wohl? Abbremsen, damit ich hier reinkomme. Boah. Wenigstens ist es nicht so rutschig oder einfach so nervig hier. Darf nur 80 fahren, ja, fahr halt ein bisschen schneller. Was wollt ihr? Nö, du bleibst da. Ja, ramm mich doch. Fick dich. Oh. Egal, dann fahre ich kurz auf. Also wenn jetzt ein Auto von vorne kommt, bin ich kaputt. Darf ich hier durch? Hallo? Bin gefangen. Hilfe! Ich komme hier nicht raus. Ey, das ist doch. Also dieses Spielen, ne, man kommt da nicht durch. Warum darf man denn jetzt hier nicht die linke Spur nehmen? Hä? Was ist das für ein Game? Junge, hallo? Lass auch mal in den Gas-Dings-Modus gehen. Und am besten gerade rückwärts. Nein, das ist schief. Ich ramme hier gleich die Leitplanke. Ach, komm, richtig. Hey, das Spiel macht absolut keinen Spaß. Ja, schön, dann fahre ich wieder gerade. So. Schön, dass ich einen Schaden habe. Das interessiert mich nicht. Boah, wie weit geht das denn noch rückwärts? Habe ich es endlich mal geschafft. Danke. Schlimm, dieses Spiel. Echt schlimm. Einfach nur schlimm. Auch schlimm, dass man hier überall gegenfährt, weil man keinen Platz mit dem Kack-LKW hat. Hey. Das ist doch kein Simulator. Vor allen Dingen, man kriegt Strafen, dass man das Auto kaputt gemacht hat. Hä? Ja, es ist berechtigt, aber es macht keinen Spaß. Ja, du kriegst jetzt 10.000 Euro Strafe. Du hast ein Auto gerammt. Du bist über eine rote Ampel gefahren. Ey. Ich möchte gern spielen, ey. Viele Leute finden das vielleicht geil, aber nee. Junge, das Spiel soll Spaß machen und nicht wie in echt sein. Also schon ein bisschen, ja. Aber trotzdem. Wann gibt es hier eine Feuerwache? Gib Gas und jetzt bremst nicht, du behindertes Stück Scheiße. Leute. Ich distanziere mich von dieser Beleidigung. Tut mir sehr leid, aber ich bin gerade sehr gereizt, wie man merkt. Ich habe nur ein paar Stunden gepennt. Und, ja. Nein. Einfach
einfach nein, ich habe keinen Bock mehr. Aber dennoch gerne für euch ein Video aufnehmen, weil das macht mir sehr Spaß, hier Videos aufzunehmen. Genau, deswegen mache ich das. Sonst würde ich es ja auch nicht machen, ne? Aber also, ich zocke ja eh gerne, und warum sollte ich es dann nicht aufnehmen? So? Weil kann ich ja auch einfach aufnehmen, so. Was macht ihr eigentlich so ein Kackgeräusch die ganze Zeit? Macht's die ganze Zeit. So, auf jeden Fall geht. Junge! So, wie viel Kohle kriege ich? Ja, überspringen. Bestätigen. Ja, natürlich. Abzug für Schaden 1%. 89 Euro. Mhm. Ja, immerhin bin ich jetzt nicht mehr in den Schulden. Wow. 102 Euro verdient. Nice. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Sorry nochmal für die ganze Beleidigung. ETC. Ich hoffe, es hat euch trotzdem, wie gesagt, gefallen. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Salou. Ciao, ciao.